Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin As Reiter und wir sind in Folge Nummer 8 von Oxygen Not Included. Und wichtig ist, dass wir hier das Essen fertig kriegen. Das ist unsere Aufgabe. Da würde ich sagen, machen wir mal nach dem Intro weiter, ne? Bis gleich. So, da sind wir drin im Spiel. Ich schau mal, dass wir jetzt hier Pflanzen noch weitere kriegen, weil Essen ist ein bisschen Mangelware. Hier oben wäre noch was. Das bedeutet, wir müssen eigentlich nur mal schauen, dass wir weiter nach oben kommen. Hier dahin vielleicht, weil da gibt es 1, 2, 3. Ja, da gibt es ein paar Sachen zu essen. Das bedeutet, wir bauen mal gerade eine Leiter weiter hoch. Gehen mal hier noch hin. Da müssen wir das für entwurzeln, ist aber so. Und dann würde ich sagen, buddeln wir uns hier rüber. Okay, hat gut geklappt. Wie war das mit der Shift-Taste? Ne, oder Steuerungstaste? Ne, das war nichts mit Shift und Steuerungstaste. Funktioniert bei mir nicht. Irgendwo habe ich das mal gehabt. Aber das ist dann wohl doch nicht so. So, das weg. Ne, eine Leiter weiter. Die kann da schon sein. Und dann machen wir hier jetzt den Weg nach da nicht so frei. Das war auch wieder falsch. Wir graben ganz einfach hier zu uns hin. Ne? Vielleicht mal gerade hier. So, dann kommen wir da hin. Dann kriegen wir sicherlich die beiden schon. Den können wir auch kriegen, indem wir da hochspringen. Und dann kriegen wir auch hier noch weiter gegraben, nach da. Und da kommen die aber nicht runter. Da könnten sie runterkommen, werden wir dann sehen. So, da kommen wir auf jeden Fall ans Essen dran. Hier unten wird hier leider nicht weiter gegraben, hier diesen Bereich. Da wollten wir irgendwo unsere Produktion von Kohlestrom machen. Ja. Okay, da oben wird tatsächlich schon gegraben. Die Ellie ist am Algen machen. Die Leiter wird auch gemacht. Sehr gut. Das soll wohl funktionieren. Okay. Sollen wir die Prio da ändern? Ich gehe mal jetzt auf Prio 6, weil Essen ist ja doch schon wichtig, ne? Das machen wir mal auf 6. So, da kommt auch schon jemand und bringt Material für die Leiter, oder? Aber die Leiter wird gerade nicht gebaut, aber Ellie baut jetzt weiter ab, oder? Ne, die bringt sogar Sandstein. Und, ja, baut auch die Leiter, sehr gut. Okay. Ren kommt helfen als Koch. Der baut auch noch eine Leiter. Oh, was können wir hier machen? Fertigkeit vergeben bei Rennen. Rennen kann die zweite Stufe Grillen dann machen. Wunderbar. Koloniefortschritt war da. Dann gucken wir gerade auch noch den an. Oder Zusammenfassung ist eine neue da. Bezahl die Rechnung. Aha, das war die Fertigkeitsstufe, die wir da fertig gemacht haben. Alles klar. Hier geht es noch nicht weiter. Jetzt wird geschlafen erstmal. Oder wie sehe ich das? Ne, Rennen holt sich erstmal seine Mütze ab. Dann ist er ja auch glücklicher, ne? Achso, Stinky ist nachtschichtmäßig unterwegs. Deswegen war da noch. Alles klar. So, aufräumen ist auf jeden Fall wichtig, damit es hier schick aussieht. Ist da schon was zum Aufräumen? Nein. Oh, da ist schon der nächste in der Stufe gestiegen, ne? Hier auf der Toilette liegt auch noch was rum. Hier ist schon weg. Hier können wir auch noch was wegräumen. Und hier ist sowieso wegräumen angesagt, ne? Welche Prio haben wir da? Oh, 5. Naja, lassen wir erstmal so. So, jetzt räumen wir erstmal alle auf und hier oben wird die Leiter aber weitergemacht. Wie viel Essen haben wir noch? Fast 5000. Wird aber gleich knapp werden, wenn sie wieder essen wollen, ne? Wird geliefert.
aber nicht weitergearbeitet. Hier oben fehlt es dann auch an Sauerstoff. Sauerstoff steigt ja eigentlich hoch. Das hatte mir, glaube ich, der Mordrak gesagt, dass man da hier den Weg breiter macht. Damit sich das besser austauscht, ne? Wir hatten aber... Wie ist es überhaupt mit Forschung? Was haben wir angestoßen? Ah, hier oben die Kühlschranktechnik und so weiter. Aber die große Maschine wird gar nicht benutzt, oder? Kann das sein? Nee. Wie ist denn die Prio hier gesetzt? Auf 5, passt schon. Strom ist da. Ist die Kiste schon wieder leer? Voll? Nee, noch nicht ganz. Ich glaube, das ist das gleiche wie das. Das gleiche wie das. Und der ist auch der gleiche, ne? Genau. Und hier haben wir Tiereier dran, okay. Den setzen wir schon mal auf 2. So. Okay, da wird auf jeden Fall weitergearbeitet. Das ist schon mal gut. Hier oben ist Sauerstoff drin und da Kohlendioxid. Okay. Müssen wir gucken, wie das wird, ne? NC macht schon was. Oder eben habe ich noch gesehen, hier war wieder was angezeigt. Wieder eine Fertigkeit fertig von Ellie. Ja, dann macht Ellie super schweres Graben auf jeden Fall. Ja, das ist schon passend. Also eine andere Mütze kann Ellie dann auch kriegen. Passt. Nancy hat sich jetzt für den Sauerstoff entschieden zu holen. Ja, lass mal bauen hier. Ellie hat sich jetzt die neue Mütze geholt. Passt, ne? Was ist das hier, so ein heller Stein? Naja, passt schon. Ach, hier oben ist auch Oxalit drin, okay. Und da ist ein Leuchtnymphenei. Wie ist denn hier Temperatur hier oben? Ah, geht da noch, ne? Schon wieder einer aufgestiegen. Lindsay. Krankengeschichte oder Grillen. Aber Grillen haben wir schon in anderen. Sollten wir da verbesserte Tragfähigkeit machen? Ich glaube, das macht Sinn. Gut. Vom Rad gefallen, Lindsay. Rennen läuft. Ja. Ellie baut hier weiter. Wir haben das aber unterbrochen, den Bau. Ja, wir sollten, aber hier wird auch weitergebaut. Passt schon, ne? Da fehlt aber der Sauerstoff. Lass uns mal gerade schauen. Das wäre so, ne? Und dann so. Hier kommen noch die Leiter dann hin, ne? Hier muss man graben. Okay. Ellie macht natürlich schon mal den Grabearbeit, ist klar. Keine Liebe gekriegt, oder was war das Herzchen gerade? Okay, hier geht's schon mal voran. Und da können wir was holen. Mal schauen, was. Pufflet-Ei. Die machen Schleim. Aus Schleim können wir Algen herstellen. Aber das müssen wir auch können, ne? Aber wir können das ja nehmen und das erstmal weglegen, oder? Weil das ist jetzt zu schwierig. Wir haben gerade zu wenig Essen. Kommen alle Tiereier rein, oder? Alle aufräumen, bitte. Ist die Prio auch hoch, dass das passiert?
Bevor die dann nachher ausschlüpfen, haben wir ein Problem, ne? So. Da fehlt's noch. Und Essen, obwohl, doch, jetzt ist es gerade weniger geworden. Schmutzwurzel liegt da ja auch noch zum Essen, ne? Drei sind schon am Essen. Stinky ist der Nachtschichtler, der isst später. Ja, räumt einer jetzt das Ei mal weg? Könnte Stinky machen, oder? Ja, Stinky räumt das Ei weg. Ist auch wunderbar. Zwei ja schon. Nimmt alle drei mit, super. Er ist wieder da oder umgekehrt? Ihn müssen wir gucken, dass er Kohle produziert, ne? Und sich vermehrt vor allem für Kohleproduktion. Wie war denn die Temperatur? Haben wir die denn da unten so heiß ausgewählt, dass wir ja haben wir? Ja. Schlafen erstmal alle bis auf Stinky. Stinky macht Strom. Aber sollte ja gleich voll sein, die Batterie, oder? Ja, was macht er dann? Er geht hoch und macht hoffentlich da oben weiter. Ne, er holt Algen und räumt die weg. Oder macht die hier rein. Ja, er versorgt den Algenautomaten. Den Diffusor. Wasser braucht er auch noch. Er macht hier oben weiter. Das ist auch gut so. Und jetzt hat er Hunger. Ja, so ist das. Stinky geht jetzt essen. Die sind aufgestanden gerade. Hier wird aufgeräumt. Ellie macht gerade Pause. Ren holt Wasser. Ne, holt Material. Sandstein. Und jetzt geht hier oben einer hin, oder? Wie sehe ich das? Okay, jetzt kann da was weggemacht werden, oder? Ja. Und dann ist die Leiter gleich fertig. Die Leiter hätten wir nicht bauen brauchen eigentlich. Naja, jetzt ist egal. Jetzt ist egal. Wie sieht's mit Sauerstoff-Overlay aus? Wir sind hier ziemlich schlecht mit Sauerstoff, ne? Hier wird jetzt wunderbar gebaut. Hier ist auch schon reif. 2000 Kalorien haben wir da nur. Die Dornblüte reißen wir da raus. Weil da ist sowieso kein Licht zur Zeit. Die kann dann da eingebaut werden. Okay, jetzt kriegt die zweite Dornblüte auch Licht. Prio auf Dingens liegt nicht, ne? Auf Forschung. Aber doch, ist ganz schön geforscht worden. Ups, nicht rauszoomen, reinzoomen wollte ich. Noch 6 Punkte, dann ist die Forschung da auch beendet. Ja. Oh, er hat eine Dingens hier. Sag schon, eine Allergie. Ellie hat eine Allergie. Okay, da wird jetzt entwurzelt, oder wie sehe ich das? Und 400 Kalorien ist ein bisschen wenig, ne? Aber es ist schon aufgenommen worden. Wir können ja mal hier aufräumen machen, ne? Die Schmutzwurzeln wollen wir aufräumen. Und Dingens wollen wir auch aufräumen. Zwei Leuchtdinger sind jetzt hier. So, jetzt kann Ellie da runter, beziehungsweise irgendwer anders auch. Allergische Reaktion.
Keimbehafteter Sauerstoff ist hier drin. Ah. Ich wusste gar nicht, dass hier oben Keime drin sind. Aber das ist doch hier Dingens, ne? Nur Pollen. Nichts Schlimmes. Wenn die jetzt überall niest, ne, dann ist das doof. Vor allem beim Schlafen wäre das sehr doof. Geht Kompost, wenn... Die allergische Reaktion ist ja wohl gleich vorbei, ne? So, jetzt ist die allergische Reaktion vorbei. Sehr gut, läuft. Okay. Also wir haben einen neuen Bereich erschlossen hier. Da warten wir drauf, bis der geerntet werden kann. Ist das schon erntefähig hier? Erntebereit. Haben wir Ernte hier drin? Ne, ne? Nein, haben wir nicht. Jetzt haben wir es aber. Das ist Dekoration. Brauchen wir Dekoration? Eigentlich schon, ne? Müssen wir mal so einen Blumentopf aufbauen für Dekoration. Wo sieht es denn besonders schlecht aus? Hier neben den Betten. Hier wird geforscht, da sollten wir so einen Blumenpott hinstellen. Beim Essen geht's ja. Wo ist der Blumenpott? Kein Möbelstück. Hä? Ach, bei Nahrung ist das. Aber ist das eine Pflanzriste richtig? Nee, ich glaube nicht. Nee, 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 nee. Forschung, da müssen wir mal gucken. Da gibt es einen anderen Kübel, oder? Vertue ich mich jetzt. Da gibt es einen anderen Kübel bei Dekoration, ne, oder? Da ist er. Ja, da müssen wir uns auch ums Licht kümmern dann als nächstes, wenn der Forschung fertig ist. Noch zwei. Aber es wird ja auch geforscht von Stinky. Nahrungsmangel ist da. Ah, Ellie hat schon wieder den Schnupfen, ey. Naja. Das bedeutet eigentlich, dass für Ellie da kein Weg hinführen sollte. Die Tür muss dahin. Und der Ziegel kommt dahin. Und wenn die Tür fertig ist, darf Ellie da nicht durch. Kolonieerfolg errungen. Ach, das war wahrscheinlich noch der. Und Forschung ist abgeschlossen. Landwirtschaftliche Station. Jetzt lass die Forschung erstmal nochmal schnell einstellen hier. Die, der Blumenkübel mit dem Licht. Dann haben wir das. Hier wird jetzt gemacht. Wir haben auch schon wieder ein bisschen dazugekriegt an Essen. Das ist schon mal gut. Und soweit sind wir dann erstmal positiv, oder? Hier ist einer mehr eingepflanzt und hier muss das Licht dann auch hin. Das kriegen wir aber auch noch. Gut, würde ich sagen, sind wir erst durch mit der ganzen Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Ahnung habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.